Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Ender Games. Wir spielen heute mit dem Katzenkit, denn das Katzenkit ist eine Katze und Katzen sind toll. Und ja, und ich mag Katzen. So, das ist erstmal die Erklärung, warum wir gerade dieses Kit spielen. Und wir haben was in der Kiste bekommen und spielen auf den Ice Plains und sind ganz glücklich. Ich mag das Katzenkit, auch wenn ich mit dem Speed 4 Buff überhaupt nicht umgehen kann. Seit dem letzten Patch ist es statt Speed 3, Speed 4. Mit Speed 3 konnte ich umgehen, mit Speed 4 überfordert mich ein bisschen. Sollte das ganz okay sein. Sehen wir hier noch irgendwelche Kisten? Nein, dann bauen wir den Baum da hinten ab. Bauen wir Baum. Das fängt beides mit Bau an. Witzig, oder? Das war so... Nee, es war überhaupt nichts, weil es nicht dasselbe Wort war. Ach Gott, Maudado. So. Machen wir das da. Und so eine Workbench und suchen weiter nach Kisten. Wo ist denn mein Fisch hin? Da ist mein Fisch. Und da oben ist eine Kiste, die sich jetzt gleich wegporten wird. Aber wir haben trotzdem Hoffnung in unserem Leben und kriegen Redstone und einen Wurftrank. So, jetzt haben wir noch mehr Hoffnung und werden noch mehr enttäuscht. Und jetzt werden wir am Anfang gecampt. Mal schauen, ob wir uns was craften können oder einen Switcher hat. Wir können uns tatsächlich nichts craften, weil ich zu dumm bin zum Craften. Hallo? Na, du netter Kleiner. Hast du gerade gesehen, dass ich ein Diamantschwert habe? Oh, er wollte uns töten. Und jetzt endet es so für ihn, dass er uns doch tötet. Obwohl wir das Schwert haben. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, bin ich schlecht im PvP. Naja, egal, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht darum, eine Katze zu sein. Und das sind wir immerhin. Das schaffen wir. Eine Katze zu sein, das kann ich anscheinend. So. Wir leben noch. Erstaunlich. Nein, ich hätte das Steak nicht essen sollen. Dadurch kann ich jetzt gleich keinen Speedbuff mehr aufbauen. Und der Speedbuff dauert auch länger an. Allerdings ohne Hunger wird das nichts. Deswegen war es nicht gerade intelligent klug, dass ich jetzt ein Dings gecraftet habe, ein Steak gecraftet habe, was am meisten Nahrung gibt von gegessen. Katzen craften nur, sie essen nicht. Ja. Sowas passiert aber auch mal. Sowas passiert auch mal im Katzenleben. Ach nein, ich möchte nicht kämpfen ohne meinen Speedbuff. Ich bin eine Katze. Das ist das Einzige, was ich habe. Das Einzige, was mir im Leben bleibt, ist dieser Speedbuff. Und ich habe kein volles Leben. Deswegen will ich erst recht nicht kämpfen. Oh, wir könnten wieder einen Speedbuff bekommen. Ah, aber er ist nicht hinter uns. Nee, mehr. Geben wir uns erstmal mit dem Speed 2 Buff zufrieden, den wir jetzt mit dem Speed 3 Buff überschreiben. Oder? Nee, er überschreibt sich gar nicht. Überschreibt sich gar nicht. Heißt, wir haben gerade einen Fisch verschwendet, aber regenerieren dafür ich Leben. Gut, dann esse ich den nächsten Fisch. Erst wenn der Buff ausläuft. Ich hoffe jetzt. Oh nein, er ist nicht ausgelaufen. So. Speed 4. Ja, wir sind auf Speed. Auf Eis ist es nicht so vorteilhaft, aber wir sind auf Speed. So, wir sind überall Barrieren. Nein, nein. Oh Gott, sei Dank wurde der geswitcht. Gott sei Dank wurde der geswitcht. Sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Noch mehr Fisch. Ich möchte meinen Speedbuff aufrechterhalten. Deswegen esse ich den Fisch. Weil da wieder der Typ mit der Dia-Rüstung kommt, den ich nicht mag, weil er eine Dia-Rüstung anhat. Und da wurden wir wieder weggeswitcht. Irgendwo anders hin, wo ich mich etwas sicherer fühlen kann. Aber immer noch nicht komplett. Und ich esse wieder Fisch, damit ich wegrennen kann. Irgendwie nutze ich den Fisch gerade nur zum Wegrennen auf Eis. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, auf Eis einen Speedbuff zu haben. Ich glaube nicht, ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Ach, wir regenerieren Leben. Das ist gut. So, essen wir mal ein Steak. Davon dürfen wir gleich wieder Hunger haben. Oh nein, ich werde in dem nächsten Kampf wieder keinen Speedbuff haben, weil ich mich wieder dumm angestellt habe. Und damit Pfeil und Bogen auf mich geschossen wird. Das finde ich unfreundlich, muss ich sagen. Alles okay, aber hier. So auf mich zu schießen, nee. Nee. Ich möchte doch nur voll regenerieren. Ist das zu viel verlangt? Ich bin eine arme kleine Katze, die sich nicht groß wehren kann. Okay. Wir machen uns mal einen Diamantbrustpanzer, würde ich sagen. Wir wurden ja erst vor kurzem geswitcht, zumindest gefühlt. Wahrscheinlich ist es wirklich in Wirklichkeit viel länger her, als wir es fühlen. Es sind auch irgendwie entkommen. Das ist doch schön. Wir müssen wieder was essen. Sind auch mittlerweile Full Iron, weil, ja, Goldhelm und Eisenhelm sind genau gleich gut. Oh, ich glaube, der Gegner, ne, er folgt er mich? Jetzt würde ich tatsächlich mit ihm kämpfen. Wenn er denn da bleibt, ich glaube es nicht. Denn wir haben die eindeutig bessere Rüstung, gerade bei diesem Spieler. Und mit dem Speedbuff sollten wir auch eigentlich ganz gut hinterherkommen. Yes.
Da haben wir ihn. Hatte der irgendeinen Diamanthelm? Ich glaube, ja, der hat einen Diamanthelm. Der hatte einen Diamanthelm. Den will ich doch. Jetzt habe ich irgendwas rausgeworfen, was ich gar nicht rauswerfen wollte. Den möchte ich doch haben. So. So fühle ich mich diamantig. Fisch essen. Noch ein Fisch. Zwei Fisch. Und wir gehen einfach rein und sterben jetzt. Er rennt weg. Wir sollten hinterherkommen mit unserem Speedbuff. Er hat uns vergiftet. Wir müssen ihn töten, bevor das Gift schrecklich für uns wird. Er dürfte eventuell sogar an der Enderperle sterben. Oh, er ist an der Enderperle gestorben. Sehr schön. Oh, habe ich Milch? Natürlich nicht. Habe ich einen Goldapfel? Ja, habe ich. Das ist doof. Oh nein, wir werden jetzt Ewigkeiten auf einem halben Herz bleiben. Oh nee. Wenn ich jetzt kämpfen müsste, dann hätte ich verloren. Wegen dem Gift. Deswegen werden wir uns schön weit weg von jedem Spieler halten. Sobald ich, ja, das Gift vorbei ist, esse ich den Goldapfel zum Regenerieren. Oh je. Oh je. Ich wollte meine extra Herzen nicht verschwenden mit dem Goldapfel. Nein, ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben, Spieler hinter mir. Hörst du mir denn nicht zu? Ich renne auf ihn zu. Kein Wunder, dass er näher kommt. Oh Gott. Oh Gott, das ist richtig schlecht. Oh nee. Oh nee, wir sterben. Das ist ein Ungeheuer. Das ist ein Ungeheuer. Renn, Maudado. Lass dich nicht treffen. Lass dich nicht treffen von diesem Ungeheuer. Das ist ungeheuerlich. Hahaha. Ah. Naja, das Gute ist, an einem Ungeheuer kann ich in Nahkampf. Das Schlechte ist an einem Ungeheuer, dass ich die ganze Zeit in der Schlucht renne. Nein, da hat uns der Pfeil erwischt. Oh, der uns jetzt tötet. Der Brand wird uns töten. Habe ich Wasser? Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Wenn er nicht trifft, dann habe ich nochmal eine Chance. Okay, der Pfeil ging daneben. Ich muss Ewigkeiten wegrennen, weil ich einfach kein Leben habe. Und ich weiß nicht, wie das so schnell hinterherkommt, wenn er gleichzeitig Pfeil und Bogen benutzt. Aber er tut's. Und wir sind tot. Okay, gut. Schade. Ich sehe gerade, ihr habt rein gar nichts von diesem Spiel gesehen. Nein! Habt ihr nichts von dem Spiel gesehen? Ich weiß es nicht. Ich muss nachschauen. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr das gesehen habt, wenn nicht, tschüss. Tschüss.